Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play heute zu Genshin Impact. Wir stehen jetzt hier vor Mondstadt und gehen jetzt zu dem Ort, den Ember uns gezeigt hat. Also, auf geht's! Hier links müssen wir hin. Da hochklettern. Ah, ich bin schon ein bisschen fertig von der Ausdauer her. Ah, was sehen denn meine entzückenden Äugländer? Ist das etwa Eisen? Alles mitnehmen, was wir finden. Alles können wir gebrauchen. Gib her den Schmarrn. Ja, beim letzten Mal haben wir Ember dazu bekommen. Die gute Feuerdame. Hier, zack, da ist sie. Geh jetzt zu dem Ort. Muss ich da hoch? Ich glaube, ich muss da hoch. Ja, dann klettern, würde ich sagen. Mit Leertaste können wir hier so hochspringen. Wir sind hier ein Herr des Windes. Und da sind wir. Nö. Wir müssen nach unten. Aber wir müssen wahrscheinlich hier hin, ne? Ja. Ja. Dich machen wir fertig. Ein Hilly-Churl. Nehmt das, ihr Viecher. Nehmt meinen Bogenschütze. Windblade. Und dann kann man wieder wechseln und zack. Oh, ich bin nicht so gut im Schießen. Das breite ich auch immer ab, ne? Ja, komm, Schwertkampf. Danke auch für das rohe Fleisch und für die Truhe. Nothing to it. Though I've gotta say, you surprised me a little with your moves there. Thanks for the backup. How'd it feel? Das war locker flockig. Now that you mention it, how is it the Hilly Trolls ended up here? These creatures don't seem like the type to set up camp so close to cities like this. Exactly. It's more normal for them to be much further out in the wilderness. But because the dragon, Storm Terror, has been around a lot more recently, our orchards have been destroyed and the local market has been affected as well. When the storms hit, we usually end up with at least a few injuries, so the Knights of Favonius have been tied up doing the best they can to defend the area. So these annoying creatures have been getting closer and closer to the city? Exactly. That said, clearing this camp helped make the area a little bit safer. Come with me. A responsible knight must make sure to see you to the city safely. Ja, da haben wir doch schon mal ein Camp geklärt. Und dafür eine Truhe bekommen. Und ganz viel Materialien. Ich weiß immer noch nicht so genau, was wir damit alles so anfangen. Aber irgendwas werden wir schon machen können. Kenntnisse für den Kampf. Was wollen Sie denn? Von Pyro-Effekten betroffen. Pyro-Angriffe können Wesen der Pyro-Kraft zuordnen. Wenn dieses Element mit einem anderen Element in Berührung kommt, kann eine Elementarreaktion ausgelöst werden. Mit gezielten Schüssen kannst du die Schwachstellen von Gegnern ganz genau treffen. Die Schwachstellen der meisten humanoiden Gegner befindet sich am Kopf. Ja, quasi ein Headshot. Ja, mit ihr können wir halt Headshots verteilen. So. Wir sollen jetzt weiter zur Mondstadt. Na, wir hatten hier auch noch so einen Teleporter. Ja, ein Teleporter. Haben wir gleich mitgenommen. Und ein Champignon, ein paar Pilze hier.
Warte, mit Steuerkreuz können wir quasi einen Apfel aufheben oder mit Lin reden. What should I cook next? Oh, are you travelers from around here as well? No, we just happen to be passing by. What are you cooking? Smells good. I see. Welcome, travelers. I'm Lin, the survival expert of the Adventurers Guild. As you can see, I'm experimenting with some new recipes. Eat before you go. The first rule in the Wilderness Survival Guide. Picnic? Oh, Paimon just loves picnics. My travel partner here is good at cooking as well. Ob ich was vom Kochen verstehe, sagen wir, ein paar einfache Gerichte schaffe ich da schon. That's okay. Let's see what you can do. You won't get a lot of chances like this to learn from a survival expert. There are some mushrooms and meat in the barrel over there. Try making a chicken mushroom skewer for me. Ein Spieß mit Pilzen und Hühnchen. Ich soll die Sachen dort rausholen? Jawohl. Und dann kochen wir mal. Spieß mit Pilzen und Hühnchen. Stellt 8-10% LP her, sowie zusätzlich 800 bis 1200. Kochkunst 0 von 5. Diese Figur hat keinen Bonus. Aber Ember auch nicht. Ja gut, haben wir alles? Perfekt. Das ging doch gut. Machen wir gleich ein paar mehr. Tja. 3 von 5. Akte 3 vorhanden. Last. Okay, es gibt auch eine Last. Und hier sind die Zutaten. Eine schöne Wurst. Ich könnte eine Wurst machen aus Fleisch. Ah. Ich könnte Butter machen, Zucker, Sahne, Käse. Okay. Es gibt einiges, was man hier auch kochen kann. Und hier oben steht dann so, was das alles das Essen macht. Ja, das heilt wahrscheinlich über Zeit. Ja, die nächsten 30 Sekunden. Belebt eine Figur wieder. Okay. Obwohl, wiederbeleben klingt gut. Komm, ich koche einfach mal alles, was ich hier habe. Auch wenn ich jetzt keinen Bonus habe aufs Kochen durch einen Charakter, habe ich doch Bock, ein bisschen zu kochen. Vor allem, weil mir alles auch einfach perfekt gelingt. Ich bin der perfekte Koch. Sollen, habe ich gemacht. Ist es fertig? Smells good. Let me try. Uh-oh. Now that's really tasty. You're indeed gifted. Paimon told you so. With your culinary skills, you should try more difficult dishes. Oh, I've got some raw ingredients in my bag. Have them in return for this meal. Can we really have them? Won't you run out of ingredients? That's okay. You should be able to find lots of ingredients when exploring the wilderness. Don't forget to look carefully. There's also a restaurant in Mondstadt known as Good Hunter that sells food and ingredients. Go have a look when you've got the time. Okay, thank you for the info. Hey, leave some chicken mushroom skewers for Paimon! Ja, so wie es aussieht, sind wir ziemlich gut im Kochen. Ja, oh Gott, da haben wir einiges bekommen. Da können wir aber nochmal hier so ein Spießchen hier machen. Was passiert jetzt, wenn die Kochkunst auf 5 kommt? Automatische Zubereitung. Aha, na das ist doch geil.
Das heißt, die ersten 5 Mal muss ich immer perfekt drücken. Und dann kann ich sagen, okay, mach mir den Rest automatisch. 2 Stück erhalten. Sehr schön. Sehr schönes System. Was ist denn... Oh, wir haben hier noch ein Artefakt. Ein Abenteuer-Schwanzfeder. Na, dann nehmen wir die doch. Für den Abenteuer-Set-Bonus. Den Vierer, den wir hoffentlich dann bald kriegen, wenn wir noch einen Abenteuer-Gegenstand finden. Ja, dann würde ich sagen, holen wir uns hier ein paar Zutaten immer. Weil wir ja wunderbar kochen können. Oha. Boom. Die kann man doch hier verbrennen, oder? Ich spiele natürlich immer ultra gerne mit meinem Hauptcharakter. Mal gucken, wie weit man das so durchziehen kann. Ah, noch ein Kopftuch. Ein weiteres Kopftuch eines Abenteurers. Und wir können eigentlich ihr die Feder geben. Dann hat sie nämlich 2 Teile. Und ich auch. Ja, das machen wir erstmal, bis wir was Besseres finden. Fiel mir gerade so ein. Hallo, Timmy. Was soll das? Du verscheuchst dir alle Tauben. Die kommen doch wieder, Mensch. Normalerweise tun sie das auch. Aber was soll ich machen, wenn sie eines Tages nicht mehr zurückkommen? Genauso wie Papa. Oh. Der arme, arme Timmy. Oh, eine schöne Minze haben wir hier. Ja, die Welt liegt wirklich zum Erkunden ein. Hier haben wir noch mehr was glitzert. Der Mostsee. Sage, hallo. Hey, Kleiner. Oh, hast du vom Löwenzahnmeer gehört? Das Löwenzahnmeer, sagst du? Ja, es gibt dieses Buch, das ich gelesen habe. Und darin steht, dass es irgendwo in Mondstadt ein großes Meer aus Löwenzahn gibt. Es gibt sogar kleine sprechende Füchse da. Kleine sprechende Füchse? Ja, ich will wissen, wie es ist, mit Tieren zu reden. Hm, aber ich habe nur gesehen, wie ein Mann in grüner Kleidung und weißen Socken mit Tieren gesprochen hat. Ich bin ihm zufällig begegnet. Ich habe Mama erzählt, wie toll er war, aber der Mann hat gesagt, dass ich mich geirrt habe. Okay. Hallo, Rosemarie und Parsley. So kann das nicht weitergehen. Dieses Löwenzahnmeer ist wahrscheinlich gar nicht zu finden. Es ist ein Märchen, eine Fantasie, aber soll ich es ihm sagen oder nicht? Das mag so sein, aber Menschen können ihre Fantasien nie beiseite lassen. Nur wenn wir träumen, können wir hoffen und mit Hoffnung kommen Gelegenheiten. Du hast den verschneiten Tag in Snetsnaya sicher schon vergessen, als du meine Wildschweinprinzessin warst und ich dein Wolfswelpe. What the fuck? Oh, Parsley, so wie wir einmal geträumt haben, nach Celestia aufzusteigen. Nein, auch jetzt. Richtig, lass den kleinen Sage die Fantasien seiner Jugend genießen, selbst wenn es nur für einen weiteren Moment ist. Tja, dann genieß mal und suche das Löwenzahnmeer. Wir gehen weiter in die Mondstadt. Ritter des Orden Favonius.
Das ist doch das, wo auch Amber herkommt, ne? Guten Tag, womit kann der Ritterorden dir behilflich sein? Wer bist du? Ich bin Swan, Ritter des Ordo Favonius und ich stehe hier Wache. Außerdem bin ich dafür zuständig, Geschäftsreisenden gemäß dem Handbuch des Ritterordens Unterstützung zu bieten. Handbuch des Ritterordens? Genau, dieses Handbuch dient als Leitfaden für alle Ritter des Ordo Favonius. Gleichzeitig ist es die Basis für den Frieden und die Sicherheit in Mondstadt. Alles klar. Sagst du das Gleiche? Willkommen in Mondstadt. Womit kann ich dienen? Erzähl mir von Mondstadt. Mondstadt ist die Krone des Nordens und die Stadt des Hirtengesangs. Es ist so schön, dass man es mit Worten nicht beschreiben kann. In der Stadt gibt es wieder einen neuen Barden. Wenn du mehr über das Leben in Mondstadt erfahren willst, kannst du nach ihm suchen. Man muss aber dazu sagen, dass er recht altertümliche Lieder singt. Ich kann mir nicht erklären, woher er diese jahrtausendalten Lieder kennt. Okay, was gibt es in Mondstadt so für Legenden? Da bist du bei mir an der richtigen Adresse. In letzter Zeit soll in Mondstadt ein unbekannter Rächer des Nachts unterwegs sein. Aber keiner weiß bis heute, wer er eigentlich ist. Na gut, ich könnte noch stundenlang darüber philosophieren, aber der Großmeister darf davon nicht Wind bekommen. Führen wir das Thema einfach beim nächsten Mal weiter. Tut mir leid. Okay, Lawrence. Introduce the city of wind, dandelions, and freedom. Travelers under the protection of the Knights of Favonius, welcome to Mondstadt. Finally, no more having to camp outdoors. But the city folk don't look too cheery. Everyone's been put out of place by storm terror recently. But everything will turn out fine as long as Jean's with us. Jean? Acting Grand Master of the Knights of Favonius, Jean, Defender of Mondstadt. With Jean on our side, surely even the vicious Storm Terror will be no match for us. Die Dame scheint hier echt beeindruckend zu sein. Before I take you guys to the Knights of Favonius headquarters, I have a present for you, Traveler. It's a reward for helping me clear out that Hilichurl camp. Hey! Why doesn't Paimon get a reward? Because this reward is useless to you, Paimon. But I'll treat you to a traditional Mondstadt delicacy, sticky honey roast. Sticky honey roast! Come with me. We'll head to the city's, high ground. Drücke J, um das Auftragsmenü zu öffnen. Drücke hier, um die Zielverfolgung zu aktualisieren oder zu aktivieren. Okay, Alt-Taste und dann da drauf drücken. Ja, da oben. Das ist also Mondstadt. Oh, es wird jetzt hier so auch glitzernd angezeigt. Gut, das hier ist Mondstadt. Ich glaube, mit jedem Char hier sich zu unterhalten und anzusprechen und so weiter. Hier Beatrice und Quinn. Kann man ja, man kann sich mit allen hier unterhalten. Das lassen wir. Das würde den Rahmen dieses Let's Plays sprengen. This used to be a bustling street, but with so many storm terror attacks recently, the usual crowds are nowhere to be seen. Except for the local tavern near the city wall over there. They haven't been affected. If anything, their business is better than ever. Oh, jetzt kriege ich hier Elementarreaktion. Von Hydroeffekten betroffen. Einige Umwelteinflüsse und Hydroangriffe können Wesen der Hydrokraft zuordnen. Wenn dieses Element mit einem anderen Element in Berührung kommt, kann eine Elementarreaktion ausgelöst werden. Okay. Ach so, wenn die hier im Wasser steht, dann ist sie nass.
Ja, gut. Macht irgendwie auch Sinn. Das sieht mir hier nach einer sehr, sehr schönen Stadt aus. Können wir hier Sachen kaputt schlagen oder kriegen wir Ärger? Dürfen wir gar nicht erst. Ich sehe auch, dass sich unser Ausdauerbalken gar nicht mal komplett füllt. Glaube ich. Also man sieht nach unten und oben so einen kleinen... Also ein bisschen Luft noch, bin ich der Meinung. Ob man den erhöhen kann, werden wir sehen, hoffe ich. Irgendwann mal. Eine Ordensschwester. Okay, hier muss ich hin. So, the present I want to give you is a wind glider. Outriders use them to ride the wind, and the people of Mondstadt love using them too. Ein Windgleiter. I brought you here to give it to you, so you can experience it right away. Wow, you're really excited about these wind gliders, huh? Well, that's because the wind is the heart and soul of Mondstadt. Alrighty then, enough talk. Let's give it a whirl. It's easy to use, but you still need to pay attention to my instructions. Es macht schon Sinn, dass ein Windgleiter in der Windstadt einen Gleiter benutzt. Ist gefährlich und funktioniert nur im Spiel, ja. Gegen Monster kämpfen, glaube ich, auch. Also nach W und nach vorne. Drücke Space, also Leertaste. Okay, und dann können wir gleiten. Verbraucht das Ausdauer? Ja. Ich muss Leertaste gar nicht gedrückt halten. Gut zu wissen. Lol. Alles klar, dann schießen wir mal den Drachen ab. Jetzt ist es plötzlich hier so ein Shooter geworden. Besiegt. Against the dragon. Are you a new ally? Or a new storm?
Terror is attacking Mondstadt itself! Kaya, Traveler, you've come at the right time. We must... Hold on, Amber. Are you perhaps forgetting to introduce us? Oh, right. This is Kaya, our cavalry captain. Kaya. Ich habe mich schon gewundert, wie man den Namen ausspricht. These two are travelers from afar. From afar? Is that all we know of them? Long story short... I see. Welcome to Mondstadt. Though you haven't arrived at the best of times, I'm afraid. I understand the anguish of being separated from family. I'm not really sure why you're looking for the Animo God. Oh, but everyone has their secrets, right? Relax. I won't press you for more. First and foremost, on behalf of the Knights of Favonius, I would like to extend our thanks to you for your help just now. Ja, wir konnten ja schlecht dastehen und dem Unglück zusehen. Your fight to defend the city against the dragon just now was witnessed by no small number of citizens. The acting Grand Master of the Knights of Favonius is also very interested in meeting you, and formally invites you both to our headquarters. Figurenzierde. Das konnte ich jetzt so schnell nicht lesen. Hier unten, Figurenzierde. Ach. Da sind die Schwingen, die anderen, die ich ganz am Anfang bekommen habe. Na, die sehen auch wesentlich schöner aus. Besondere Belohnung für Spiele auf der PlayStation 4. Tja, ich spiele auf dem PC. Trotzdem sind die sehr schön. Geht zum Hauptquartier des Ritterordens. Das können wir doch noch machen. Genau, einmal Leertaste aktivieren, dann ist der. Und wenn man wieder loslässt... Gehen wir mal rein. Gucken uns den Orden mal an. Jean, what's the hurry? I thought we agreed to meet them here. There have been sightings of storm terror outside the city. Once we meet, we must... Relax. I'll lend a hand when the time comes. Jean, I've brought them. And once it was over, I brought them straight here. Mondstadt welcomes you, Windborn Travelers. I am Jean, acting Grand Master of the Knights of Favonius. This is Lisa, our resident librarian. Oh, are you sweeties here to help us out? You're both so adorable. Sadly, the timing is regrettable. Storm terror has caused quite a ruckus in the region since its recent resurgence. Simply put, Mondstadt's elemental sphere and ley lines are now akin to a yarn ball in the paws of a kitten. For a mage, it couldn't get much worse. My skin is one elemental particle away from a full-blown breakout. If it weren't for this interference, the Knights of Favonius would have better ways to help you than just putting up missing person posters. We simply ask that you repose in Mondstadt while we help you seek out your sister. Okay, wir sollen also jetzt in Mondstadt bleiben. Ja, ich werde das natürlich nicht allein dem Ritterorden überlassen. Wir helfen. Good. In that case, we need a plan. With Stormterror now directly attacking Mondstadt, we may have an opportunity to cut this problem off at the source. Lisa has revealed the sources of Stormterror's power with her detection magic. Is that so?
They're located in the abandoned Four Winds Temples. Storm Terror's ability to whip up these kinds of storms can be attributed to it drawing power from the temples. Our objective is to deal with three of the four temples. I trust everyone understands why we are only dealing with three. Paimon doesn't. Ja, für die Einheimischen ist das sicher klar, für uns nicht. Knights of Favonius, time is against us. The storm is rampant. There's no point in maintaining a defensive position. All right, we need to take initiative and act before the situation escalates. Gebet, du kannst nun beten. Der Händler ist nun verfügbar. Das geht immer so schnell weg, aber okay. Da haben wir jetzt einiges bekommen. Drücke F3, um zu beten. Ah, jetzt kommen wir zu dem Gacha-Element, dem Random-Faktor quasi. Na, wir können jetzt hier beten quasi, so heißt das. Und können hier Charaktere erhalten. Und auch Waffen, so wie es aussieht. Wanderlust. Da kann man Jean bekommen oder Diluc. Und die Himmelsklinge oder verschiedene Waffen. Aber das hier ist ein Gebet für Anfänger. 20% Rabatt. Und du erhältst Noel. Bei der ersten 10er-Ziehung, dann haben wir haben hier wahrscheinlich 8. Was ist das? Ah, hier kannst du Urgesteine kaufen. Venti ist noch 16 Tage verfügbar. Mal gucken, ob wir da hinkommen, ob wir den kriegen können. Aber ich würde sagen, dann haben wir doch erstmal hier so 10 Gebete. Gucken wir, was dabei rauskommt. Ein Rabenbogen mit extra herrenlosen Sternstaub. Eine Steinschleuder. Sieht auch so aus wie eine Steinschleuder. Wir haben ein Drachenblutschwert. Dann ein Magieführer. Es gibt immer hier irgendwie diese herrenlosen Sternstaub extra. Noch ein Rabenbogen. Von den Heldentaten der Drachenbezwinger. Ein schönes Buch. Noch ein Bogen, und zwar den Eid des Scharfschützen. Und da ist Noel. Noel, die ja dort stand, die man auf jeden Fall bekommt. Und natürlich noch ein Bogen. Der darf nicht fehlen. Eine Jadekugel. Okay, ein Charakter Noel, den man auf jeden Fall bekommen hat. Und Waffen. Ich glaube, das hier sind auch Waffen. Oder? Magieführer? Ja. Ja, das ist wahrscheinlich für Mages. Und 135 herrenloser Sternstaub. Die Währung, die beim Händler gegen wertvolle Ressourcen eingetauscht werden kann. Okay. Ja. Das sind diese Kugeln. Kann man alleine nur draufklicken? Nee, okay, das sind alles die Wahrscheinlichkeiten für die Figuren, die man bekommt. Verbleibende. Ah, okay. Ich kann das 10-mal machen und dann ist das für Anfänger weg. Ich brauche hier noch mehr Kugeln. Ich brauche hier. Ja. Kugeln, die ich bekomme. Das hier sind verwobene Schicksale. Auch verwobene. Und das sind wieder die vorbestimmten. Okay. Das ist dieser ganze Gacha-Fokus. Wir werden uns die Items und Noel in der nächsten Folge mal angucken.
Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag, schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.